Ja, und nun fahren wir fort mit einem kleinen Exkurs zur Nauta SA. Wird vorgetragen von Magdalena Karnasch. Hallo, also wir fanden das ganz interessant, ein Beispiel aus einer ausländischen Werft präsentieren. Und ich will jetzt eine polnische Nauta SA Werft präsentieren. Das ist eine Werft, die sich in Gdynia beschäftigt. Befindet. Zuerst, ich will eine Gliederung präsentieren, womit ich mich beschäftige. Also zuerst will ich ein Werftprofil präsentieren, dann die Kunde, auch die Tätigkeitsbereiche, Lieferanten, Produkte, Konkurrenzfähigkeit, auch wir sehen, ob die Lieferantenintegration auch in Polen existiert und die Zukunft von polnischer Werft. Also ja, die Reparaturwerft Nauta ist eine von vier größten Reparaturwerften in Polen. Zuerst war die Werft ein staatliches Unternehmen und später in den 90er Jahren wird sie in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Heutzutage besteht sie auch aus 13 polnischen und 2 internationalen Gesellschaften. Unter anderem aus der norwegischen Gesellschaft Nauta Norwegen. Nauta hat tausende von Reparaturen durchgeführt und ca. 400 Schiffe umgebaut. Nauta hat 4 wichtige Konkurrenten in Polen. Das sind Danziger Reparaturwerft, Reparaturwerft Gryfia in Szczecin, Kriegsmarinewerft in Gdynia und Maritim Reparaturwerft in Świnoujście. Wie sehen die Dienstleistungen für Kunden aus? Also Nauta bietet ihre Dienste nicht nur für polnischen Kunden, sondern auch internationalen Kunden an. Wie wir auf den Grafik beobachten können, der Anteil von polnischen Kunden beträgt ca. 23%. Die häufigsten Kunden sind von den norwegischen Reederei. Und Nauta auch erbringt Dienste für deutsche Kunden. Wie sieht die Produktionsstruktur aus? Die Produktionsstruktur in 2009 von Nauta ist in 3 Bereiche geteilt. Umbau, Reparaturen und Dienstleistung. Umbau beträgt 55%, Reparaturen 41% und Dienstleistung nur 4%. Durchschnittlich hat Nauta zwischen 340 und 400 verschiedene Lieferanten. Die Anzahl der Lieferanten ist von den Aufträgen abhängig. Manchmal, wenn die Bestellungen groß sind, kann die Werft auch ca. 800 Lieferanten haben. Normalerweise geben die Auftraggeber den Werften die Lieferanten vor durch eine Makerlist. Das heißt, die Werften haben nur beschränkte Mitsprache. Die Aufgabe der Werften umfasst dabei nur Umbauarbeiten und Reparaturen. Die wichtigsten Lieferkomponenten sind Blech, Winkelstahl, Rohre, Kabel, fertige Bauteile und Hilfsstoffe. Wie gewinnt die Werft neue Lieferanten? Zum Beispiel durch Kundenbasen, also Internetplattformen und Internetseiten. Auch zum Beispiel schicken sie Aufträge und bekommen Angebote und wählen die passenden Angebote aus. Das führt zu ständigen Lieferantenwechsel. Jedes Jahr gewinnen sie neue Lieferanten. Sie kommunizieren durch Messen, Internet und Branchentreffen. Die wichtigsten Lieferanten sind Großhändler, direkte Hersteller, besonders die technische Gase, Kupferschlacke und Farben liefern. Welche Faktoren machen Lieferanten konkurrenzfähig für polnische Werft Nauta? Also das sind Qualität, Zeit der Lieferung, Preis und Gültigkeit des Angebots. Wie sieht die Kooperation mit Lieferanten? Früher haben sich die Unternehmen, spezialisierte Unternehmen selber um das Lieferantenmanagement gekümmert. Zum Beispiel gab es Unternehmen Navimo,
Zu ihren Aufgaben gehörte die Koordination der Lieferanten. Das heißt, hier würden die Leistungen ausgesourced. Heute kümmert sich die Werft alleine um die Lieferantenkoordination aufgrund von Kostensenkung. Normalerweise finden die Lieferanten die Lieferungen just in time statt. Welche Eigenschaften machen Nauta attraktiv für Kunden? Sind die qualifizierte Arbeitskräfte, komplexe Dienstleistung und positive Gutachten. Die Preise, obwohl nicht die niedrigsten in Polen sind, sind noch geringer als in westlichen Staaten und deshalb kann die Werft noch in Konkurrenz treten mit Werften aus westlichen europäischen Regionen. Welchen Einfluss hat die Krise auf Nauta? Also ich glaube, wie in allen Werften, ganzes Europa. Das ist so, dass jetzt gibt ein stärkerer Wettbewerb zwischen den Werften. Auch die Lieferanten bieten ihre Produkte günstiger, aber die Qualität kann ebenfalls niedriger sein. Die Bestellung für Reparaturen und Umbau sind gefallen. Preise sind auch gefallen und Arbeiten werden entlassen. Ich habe auch ein Interview gemacht und habe gefragt, ob die Lieferantenintegration existiert in polnischen Werften. Und die Leute aus Top-Management haben mir gesagt, dass leider in polnischen Werften existiert das nicht. Die Koordination der Lieferung ist wichtig, aber sie findet nur in kleinen Bereichen statt. Die Lieferanten und Werften kooperieren miteinander nicht so oft. Jede Werft sorgt für eigene Kontakte zu Lieferanten. Durch den hohen Konkurrenzdruck werden die viele Tätigkeiten und Verbindungen geheim halten. Und wie sieht das Zukunft aus? Also das Jahr 2000 jetzt wird für die polnische Werften sehr entscheidend jetzt. Und zum Beispiel für Nauta ist es so, dass sie haben jetzt eine neue Gebiete in Gdynia gekauft und sie entwickeln sich weiter, aber mal sehen, ob sie schaffen das wegen der Krise. Das ist alles und jetzt ich würde gerne Alexander Moros.